Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Dein Weg zu innerem Frieden und zum Glück führt über die verletzte Seele. Ich möchte damit beginnen, dass wir schauen, welche Grundbedürfnisse habe ich als Kind. Das heißt, stellen Sie sich mal selber vor, Sie kommen zur Welt als Säugling und was könnten so die Grundbedürfnisse von Ihnen sein? Wenn wir diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt bekommen, fehlt uns dann das Urvertrauen in diese neue Welt. Ja, wir gehen mal weiter. Das sind also die Hauptgrundbedürfnisse. Das heißt, dass man überhaupt erwünscht ist. Viele Kinder sind leider nicht wirklich zu dem Zeitpunkt erwünscht, weil gerade die Karriere erst begonnen hat oder andere Dinge. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man wirklich sich geliebt fühlt als Säugling, dass man so ja, Ausdruck der Liebe zwischen Vater und Mutter ist. Und als nächstes dann auch diese körperliche Nähe ist heute auch sehr wichtig und wird auch ernster genommen, dass man das Baby direkt nach der Geburt auf die Brust der Mutter legt und nicht erst in grellem Licht vermisst und wiegt. Also das sind so Grundbedürfnisse, die unbedingt erfüllt sein sollten. Als nächstes sind so Dinge wie Essen, Trinken und Hygiene erst angesagt und danach geht es dann in Richtung, dass man sich auf seine Mutter, die wichtigste Bezugsperson am Anfang des Lebens, wirklich verlassen kann, dass sie wirklich präsent ist und nicht in Gedanken woanders ist und andere Dinge ihr wichtiger sind und dass wir eine gewisse Sicherheit haben, dass wir uns darauf verlassen können, wenn ich Bedürfnisse habe, dass Mutter sie hört und mir möglichst erfüllt. Als nächstes wichtig ist, gesehen zu werden, also im Fokus der Eltern zu stehen. Beim Vater ist es manchmal der Beruf, der wichtiger ist, aber auch die Mütter sind manchmal mit anderen Dingen, mit Sorgen belastet oder dass sie zum Beispiel depressiv sind nach der Schwangerschaft. Diese Dinge belasten natürlich das kleine Kind. Auch sehr wichtig ist ein Freiraum, dass das Kind nicht überbehütet wird, dass es die Welt erkunden kann und damit auch selber mit der Welt Kontakt aufnehmen kann. Als letztes ist es wichtig, später vor allem das Gefühl der Dazugehörigkeit, dass wir weder im Kindergarten noch in der Schule oder im Beruf oder im Verein ausgeschlossen werden. Wie wichtig diese Grundbedürfnisse sind, um dem Kind ein Urvertrauen in seine Persönlichkeit, in sein Leben zu geben, in die Welt, dazu benutzen wir oft das Beispiel von dem preußischen König Friedrich II. Er wollte wissen, ob Kinder eine Art Ursprache haben. Und deswegen hat er von manchen Müttern die Kinder weggenommen und sie durch Hebammen nur mit Essen und Trinken und Hygiene versorgen lassen. Aber die Hebammen durften also keine Gefühle den Kindern gegenüber bringen, sie also nicht hätscheln, nicht an die Brust nehmen, also Distanz war angesagt. Und diese Kinder lernten weder eine Sprache, im Gegenteil, sie verstarben meistens, weil diese Grundbedürfnisse nach körperlicher und gefühlsmäßiger Nähe einfach nicht erfüllt wurden. Also wir müssen wichtigerweise darauf achten, dass wir, wenn wir Kinder haben, all diese Bedürfnisse möglichst gut erfüllt werden. Aber sicherlich gibt es keine Eltern, die da perfekt sind. Also jeder Elternteil sollte sich einfach bemühen, das Kind wirklich in die Aufmerksamkeit zu nehmen und ihm vor allem Liebe zu schenken. Es gibt leider auch Eltern, die nicht so liebesfähig sind aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte, aufgrund ihrer eigenen Kindheit, sodass sich dieses Trauma des nicht liebensfähig Seins weitergegeben wird auf die nächste Generation. Ja, wir gehen weiter. Ich möchte Sie jetzt einladen, einfach mal selber bei sich nachzufühlen, die Vergangenheit hochkommen zu lassen, zu ahnen, wie es in Ihrer Kindheit war, ob Sie diese Grundbedürfnisse erfüllt bekamen. Setzen Sie sich dazu gemütlich hin.
am besten tief hinten in den Sessel reinsetzen oder in Ihren Stuhl. Und die Unterschenkel und Oberschenkel im rechten Winkel, die Augen langsam schließen und ich lade Sie ein, Ihre Gedanken langsam zur Ruhe kommen zu lassen und sich auf Ihren eigenen Körper zu konzentrieren. Fühlen Sie einmal hinein, wo Ihre Beine, Ihre Füße den Boden berühren. Spüren Sie den Kontakt, die Erdung. Und Sie spüren die Lebendigkeit in Ihren Füßen, ein Prickeln. Und gleichzeitig sind Ihre Füße völlig still. Und Sie wandern mit Ihrer inneren Aufmerksamkeit nach oben in die Knie, in den Oberschenkelbereich und spüren wiederum, wo Ihr Körper Kontakt mit dem Stuhl hat. Spüren Sie, wo die Sitzknochen die Unterlage berühren und entspannen Sie all Ihre Muskeln, den ganzen Körper locker lassen, die Gedanken wie Wolken ziehen lassen und sich immer wieder auf den eigenen Körper konzentrieren und auf meine Stimme. Und wir wandern nun mit unserer inneren Aufmerksamkeit hoch, fühlen nun oben in unseren Schulterbereich hinein, ob unsere Arme auch ganz locker und entspannt hängen können. Die Schulterpartie ist entspannt. Sie achten nun einmal auf Ihre Atmung. Beobachten Sie, wie beim Einatmen der Brustkorb sich hebt und beim tiefen Einatmen der Bauch sich nach vorne wölbt und umgekehrt beim Ausatmen. Die Atmung nur beobachten, nicht verändern wollen. Und sagen Sie sich selber den Satz vor: Ich atme ein, ich atme aus, und beim nächsten Atemzug lächeln Sie sich innerlich selber zu. Ich atme ein und ich atme aus und ich lächle mir selber zu. Ihre Gedanken sind zur Ruhe gekommen. Sie spüren deutlich Ihren Körper, Ihre entspannten Muskulatur. Und Sie beobachten weiterhin Ihre Atmung. Und in diesem angenehmen, entspannten Zustand lade ich Sie ein, zurück in Ihre früheste Kindheit zu gehen. Was vermuten Sie, wie Ihre Eltern sich vor der Geburt auf Sie gefreut haben? Waren Sie ein wirklich gewolltes Kind, ein ersehntes, ein erwünschtes Kind und ein geliebtes Kind, als Sie zur Welt kamen? Gab es bei Ihrer Geburt vielleicht schon Verletzungen, seelische Verletzungen, zum Beispiel durch die Nabelschnur und Luftnot? Oder mussten Sie kurz nach der Geburt in den Brutkasten, wurden von der Mutter getrennt, sodass das Urvertrauen in diese Welt schon sehr früh gestört wurde? War Ihre Mutter damals liebesfähig? War sie zufrieden in der Partnerschaft?
Wie viel körperliche Nähe konnte Ihre Mutter Ihnen geben? Wurden Sie geherzt? Wurden Sie angelächelt? Wurden all Ihre Bedürfnisse erfüllt? Wie liebesfähig war Ihre Mutter? War Ihre eigene Kindheit sehr schön? War Ihre Mutter herzoffen, gefühlsbetont oder eher verkopft? Liebte Ihre Mutter sich selber? Durften Sie die Welt durchspielen, erkunden? Oder war die Mutter überängstlich und behütete sie zu sehr? Was für Erinnerungen haben Sie wohl, wie wohl Ihr Vater in der frühesten Kindheit war? War er durch seinen Beruf sehr stark mitgenommen, eingenommen, sodass er sich wenig um Sie als neuen Säugling und Kleinkind kümmern konnte? Hatte er Berührungsängste, Sie in den Arm zu nehmen? Was vermuten Sie? Hatten Sie insgesamt eine sorgenfreie Kindheit? Und wie Sie älter wurden, glauben Sie, dass Ihre Eltern miteinander glücklich waren? Dass sie so der Höhepunkt, der Ausdruck ihrer Liebe waren? Und nun lade ich Sie wieder ein, zurückzukehren, in Ihren Körper wahrzunehmen. Zu spüren, wie entspannt Ihr Körper ist und erneut Ihre Atmung beobachten. Sie atmen ein, Sie atmen aus und Sie lächeln sich innerlich zu. Ihre Schultern sind noch wohltuend entspannt. Ihr ganzer Körper, Ihre Muskulatur ist zur Ruhe gekommen und Sie entspannen sich immer tiefer und tiefer. Ihre Gedanken haben sich beruhigt. Ihr Kopf ist angenehm frei und klar. Und wir wollen nun langsam diesen entspannten Zustand wieder zurücknehmen. Fühlen Sie nochmal in die Hände und bewegen Sie Ihre Hände zur Faust. Recken und strecken Sie sich. Tief ein- und ausatmen, kräftig ein- und ausatmen, recken und strecken. Und so langsam wieder die Augen öffnen. Sie sind wieder hellwach und ganz hier im Raum. Ja. Wir machen nun weiter. Ganz wichtig ist es, sich bewusst zu machen, dass wir alle durch unsere Kindheit und Erziehung programmiert wurden, so wird man es in der Computersprache nennen. Das heißt also, wir wurden durch bestimmte Leitsätze, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, durch Vorbilder von unseren Eltern oder anderen wichtigen Personen wie Opa und Oma, und eben durch frühe Erfahrungen, zum Beispiel eben frühzeitig in ein Krankenhaus zu müssen oder dass die Mutter krank wurde, also eine Trennung von Kind und Mutter. Durch all diese Dinge werden wir sehr stark geprägt und unbewusst werden diese Programme heute noch immer in unserem Gehirn praktisch gespeichert und dementsprechend verhalten wir uns alltäglich oft nicht wirklich frei, sondern eben durch diese abgespeicherten Programme werden wir tief beeinflusst
Und es ist wichtig, einfach sich dessen bewusst zu machen. Und diese frühen Störungen, diese Traumata, diese Verletzungen können dazu führen, dass wir heute im Alltagsleben oft Beziehungsprobleme haben oder in vielen Bereichen einfach wirklich nicht glücklich und zufrieden sein können. Deshalb ist es wichtig, einfach diese alten Verletzungen, die alten Erfahrungen, die alten Traumata aufzuarbeiten. Und ich habe jetzt mal mein Lieblingsbuch mitgebracht, Der Boxer und die Prinzessin von Helme Heine. Ein wunderschönes Buch und wir können uns gemeinsam das jetzt mal anschauen. So zarte Pflänzchen in Form von Liebe, Zuwendung können selbst schwere Belastungen, schwere Brocken fortbewegen. Das heißt, die Liebe heilt sehr oft alte Verletzungen. Und davon handelt auch die Geschichte vom Boxer und der Prinzessin. Max war ein zartes, empfindsames Kind. Das Leben ist hart, sagte der Vater. Du musst lernen, dich zu verteidigen. Und vor allem, schaff dir eine dicke Haut an. Max nickte gehorsam. Und hier sehen wir den Vater hinter einem großen Schreibtisch voller Akten, selbstbewusst und ziemlich dominant und eben eher einschüchternd und beängstigend für den Kleinen. Sein Blut war so süß, dass ihn die Mücken piesackten. Deshalb tauschte er sein Lieblingspferd gegen ein paar Boxhandschuhe ein. Jetzt hatte er seine Ruhe. Max' Fußsohlen waren so empfindlich, dass es ihm wehtat, wenn er auf eine Ameise trat. Deshalb besorgte er sich Soldatenstiefel. Jetzt konnte er getrost überall herummarschieren. Das soll zeigen, wie empfindlich wir als Säuglinge sind oder als Kleinkinder. Und dass wir also durch jede Kleinigkeit gekränkt, verletzt werden können und dass gerade diese erste Zeit, die ersten 3 Jahre so ganz wichtig sind für Urvertrauen in unsere Eltern, in die Welt, in uns selber zu bekommen. Max' Haut war so dünn, dass er beim Kirschenklauen immer als erster erwischt wurde. Als ich dieses Bild das erste Mal sah, musste ich an meine eigene Kindheit denken. Ich war also mit Kameraden, ich denke mal, ich war so 5, 6 Jahre alt, war ich auch in der Nachbarschaft auf einem Kirschbaum, beziehungsweise meine Kameraden kletterten auf den Kirschbaum und aßen sich satt an den leckeren Kirschen. Ich war leider so brav erzogen, dass ich nur zuguckte und neidisch war, aber mich nicht traute, auch von diesem fremden Baum die Früchte zu essen. Was passierte? Ein Nachbar beobachtete uns und ging zu meinem Vater und berichtete davon. Und ich wurde zu meinem Vater zitiert und er hat also sehr ernst und ärgerlich reagiert. Und ich verstand die Welt nicht mehr. Ich hatte mich doch so bemüht, brav zu sein, nicht zu klauen, und jetzt spürte ich als kleines Kind diese Ohnmacht und diese Ungerechtigkeit. Und da dieses Gefühl mich sehr tief erschütterte, blieb es bis heute in meinem Gedächtnis. Und das müssen wir überhaupt wissen, alle Dinge, die uns geschehen, die mit tiefen Gefühlen verbunden sind, bleiben in unserem Gehirn gespeichert. Hier sehen wir, wie der Max eher ausgegrenzt wird von seinen Kameraden. Deshalb versteckte er sich hinter einem eisernen Brustpanzer. Jetzt war er undurchschaubar. Max' Nashorn war so weich, dass es umknickte, wenn ein Schmetterling sich darauf ausruhte. Ja, leider sieht man es hier nicht genau. Also,
Das Kind, das empfindlich ist, legt sich eine Rüstung an, um eben zu überleben, um nicht mehr so viel schmerzhafte Gefühle aushalten zu müssen. Und dann geschieht Folgendes, dass eben dieser Max im Winter recht gewappnet ist und er stülpt sich sogar noch einen Ritterhelm über den Kopf. Jetzt hatte er die dickste Haut der Welt. Max fühlte sich stark und erwachsen. Die Löwen bissen sich die Zähne an ihm aus und die Wespen verbogen sich ihre Stachel. Er war rundherum geschützt. Doch jetzt aufgepasst, nur die Kälte und die Einsamkeit fanden noch einen Weg in seine Rüstung. Das heißt, wir Menschen bauen durch die vielen Verletzungen einen Schutzpanzer, eine dicke Haut auf, um uns auf, und wir sind dann nicht mehr herzoffen. Und der Nachteil dieser Verpanzerung ist es, dass wir uns innerlich oft sehr einsam fühlen und nicht wirklich Herzenswärme mehr fließen kann zu uns, aber auch von uns zu anderen. Etwas später in unserer Kindheit kommt dann die Pubertätszeit. Von nun an tat Max und ließ er, was er wollte, ging schlafen, wann es ihm passte, duldete keine Seife mehr an seiner Haut, gab freche oder gar keine Antworten. Und als der Vater ihm den Hosenboden versohlte, machte Max das gar nichts mehr aus. Die Eltern waren ratlos. Das heißt, er hatte sich so mittlerweile vor unangenehmen Gefühlen geschützt, dass selbst wenn der Vater ihn schlug, es nicht mehr wehtat. Auch der Doktor konnte nicht helfen. Obwohl er ihn von allen Seiten durchleuchtete, er fand Max äußerst verschlossen, einen Schlüssel aber entdeckte er nicht. Vor allem das Herz von Max war verschlossen. Und die normalen Mediziner schauen halt nur an die Oberfläche und können halt nicht die Seele der Menschen und Kinder wirklich erkennen. Da ließen die Eltern Max in die Welt ziehen, um sich mit anderen Dickhäutern zu messen. Es war ein feuchter Abschied. Iss anständig und geh früh schlafen, rief ihm die Mutter nach, und schreib uns mal. Und denk dran, brummte der Vater, wir sind immer für dich da. Also wer das von seinen Eltern nach der Pubertät gehört hat, dass die Eltern wirklich in der Not immer da sind, der kann mit relativ wenig Angst in sein eigenes Leben starten. Max wurde ein tüchtiger Ritter. Er ging keinem Drachen aus dem Weg, egal wie groß oder wie stark er war. Er besiegte sie alle. Das bedeutet, dass gefühlsgepanzerte Menschen, die also ihre Gefühle kaum mehr selber spüren, geschweige denn sie ausdrücken können, dass diese Menschen auch wenig Angst haben und eher mutig sind und dementsprechend im Alltag sich gut durchsetzen können, lebenstüchtig sind und erfolgreich sind. Eines Tages befreite er eine Prinzessin und weil sie so schön und edel war, hielt er um ihre Hand an. Doch die Prinzessin wollte keinen Boxer. Das heißt, viele Frauen, Mädchen wollen einen herzoffenen jungen Mann und nicht einen Mann, einen Macho, einen Mann, der keine Gefühle mehr spürt und ausdrücken kann, der nur selbstbewusst ist und eben sein Leben gut meistert. Und da die Männer natürlich sehr angetan sind oft von ihren ersten Freundinnen. Deswegen sind diese Frauen mit ihrer Zärtlichkeit auch eine große Chance, noch einmal zu heilen. Und
Da zog Max die Boxhandschuhe aus und pflückte ihr einen Blumenstrauß. So gefiel er ihr viel besser. Beim Seiltanzen legte er seine Stiefel ab, so hatte er mehr Gefühl in den Fußsohlen. Das heißt also, ohne den Panzer kommen wir wieder an unsere Gefühle heran. Und im Erwachsenensein brauchen wir auch immer weniger den Panzer, weil wir uns gut besser wehren können als Säugling und Kind. Und dementsprechend haben wir eine große Chance, wenn wir uns wieder gefühlsbetonter in der Welt bewegen, dass wir also auch die Herzen von so hübschen Damen erobern können. Beim Schwimmen schloss Max seinen eisernen Panzer auf, so konnte die Prinzessin sein Herz sehen. Am Abend küssten sie sich, was ohne Helm viel schöner war, und jeder Kuss gab ihm die Kraft von 10 Ritterrüstungen. Das heißt, wenn wir liebesfähig werden, herzoffen werden, steigt auch unser Selbstwertgefühl und wir können oft Berge versetzen, wenn wir verliebt sind. Happy End. Sie heirateten, lebten in einem Palast aus Glas, das heißt, Glas bedeutet, man ist durchsichtig, die anderen Menschen wissen, was wir gerade fühlen, denken, weil wir nicht mehr verpanzert sind. Und Max wurde der Lieblingskönig aller Nashörner. Das heißt, wenn wir so herzoffen sind, Gefühle zeigen können, andere wirklich lieben können, sind wir auch bei unseren Mitmenschen sehr beliebt. Eine ganz wichtige am Ende dieser Geschichte eine wichtige Sache ist, die Ritterrüstung stellte er in seinen Garten für alle Fälle. Das heißt, auch wenn wir herzoffen sind, sollten wir bereit sein, wenn andere uns verletzen wollen, diese Rüstung wieder anzuziehen und sich zu schützen und dadurch auch wieder lebenstüchtig zu sein. Jetzt die Frage, welche seelischen Krankheiten kennen Sie? Die häufigste Krankheit ist die Depression. Ungefähr jeder Fünfte wird in seinem Leben irgendwann einmal eine Depression haben. Dann gibt es noch die bipolaren Depressionen, wo also auch Manien, also so Phasen sind, wo wir ganz verrückte Dinge machen, wo wir das Gegenteil von depressiv sind. Und dann fallen wir auch wieder in ein Loch. Und die Depressionen nehmen immer mehr zu aufgrund unserer heutigen Lebensweise. Wir erschöpfen uns oft, also so dass auch lebenstüchtige Männer, wenn sie sich völlig aus Burnout, also ausgebrannt sind, fallen die dann auch in eine Depression. Also es gibt viele Ursachen von Depressionen. Eine sehr häufige Ursache von Depressionen ist es, wenn wir Gefühle wie Wut, Ärger unterdrücken und dadurch uns selber herunterdrücken, also deprimieren, das lateinische Wort heißt halt herunterdrücken, depressiv werden. Die zweitwichtigste und häufigste Erkrankung, die wir im seelischen Bereich haben, sind die Angststörungen. Und das können auch Panikattacken sein oder Phobien. Phobien wie zum Beispiel Aufzug nicht mehr benutzen können oder Höhenangst oder Angst vor Spinnen. Dann gibt es die somatoformen Störungen, die auch immer mehr zunehmen. Das heißt also, wir haben körperliche Erkrankungen, Beschwerden, wo aber in der Diagnostik beim Arzt nichts zu finden ist, also keine körperliche Ursache zu finden ist. Also praktisch seelische Dinge zu körperlichen Erkrankungen führen. Eine der bekanntesten ist die Fibromyalgie, also eine schmerzhafte Krankheit der Muskulatur und Gelenke. Und eigentlich steckt sehr oft hinter der Fibromyalgie eine Depression.
Dann kommen Traumata sehr häufig vor. Und das können Missbrauch in der Kindheit sein, emotionaler Missbrauch oder körperlicher Missbrauch, sexueller Missbrauch oder auch Kriegserlebnisse oder Verluste von wichtigen, für uns wichtigen Persönlichkeiten. Meinetwegen, wenn die Mutter sehr früh im Kindesalter stirbt. Das sind also Dinge, die uns dann ein Leben lang belasten können, die zu Blockaden in unserem Körper führen und die bei bestimmten Erlebnissen dann kommen diese heftigen Gefühle des Verletztseins wieder hoch. Also zum Beispiel bei bestimmten Partnerschaftskonflikten, dann ist man auf einmal so stark in seinen Gefühlen, wie es gar nicht zu der entsprechenden Situation passt. Wir haben auch immer mehr Suchterkrankungen entstehen sehr häufig dadurch, dass wir uns selber keine Grenzen setzen können, dass wir als Kind vielleicht verwöhnt wurden und wir dann im Leben uns selber zu viele Ausreden gönnen. Hinter jeder Sucht steckt oft auch eine Sehnsucht, die nicht wirklich erfüllt wird. Dann kennen wir noch Zwänge, Kontroll- oder Waschzwänge oder die Angst, AIDS zu bekommen, und das sind sehr hartnäckige seelische Erkrankungen, wo wir als Therapeuten oft auch uns sehr schwer tun und die sehr schwer zu behandeln sind. Hinter den Zwängen steckt zu geringes Vertrauen, Kontrollbedürfnis und das sind meistens auch Menschen, die allgemein zu Ängsten neigen und eben alles nachkontrollieren müssen. Als letztes gibt es dann Persönlichkeitsstörungen. Im Moment ist so sehr bekannt oder eben bekannt geworden der Narzissmus, also Menschen, die sehr auf sich selber bezogen sind und deren Partner oft darunter leiden, weil sie eher ausgenutzt werden. Ja, das sind so Krankheitsstörungen, die auch sehr schwer zu behandeln sind und wo es auch eine sehr lange Therapie braucht, um diese tiefe Störung auszugleichen. Ja, im Grunde genommen ist es auch sehr wichtig, dass wir in der frühen Kindheit keine Bindungsstörungen erlebten. Das heißt also, dass die Beziehung zur wichtigsten Person, zur Mutter, immer sicher war. Und wenn da eine Störung stattgefunden hat durch Krankheit der Mutter oder des Kindes, dann wirkt sich das sehr stark auf spätere Beziehungen in der Ehe oder in Partnerschaften aus, dass man nicht wirklich sich dem anderen hingeben kann oder eher eine Abweisung hat, dass man gar keine Nähe zur anderen sich wünscht, weil das so gefährlich ist, weil man das ja als Kind mal erlebt hat, dass man dann irgendwann diese Bindung unterbrochen wurde. Es gibt also auch sehr schwer Bindungsgestörte, die also gar nicht fähig sind, längere Zeit sich auf eine Beziehung einzulassen. Also Bindungsstörungen sind sehr häufig und es braucht auch in der Therapie längere Zeit, um daran arbeiten zu können und eben ein Stück wieder Vertrauen aufzubauen. Wir gehen nun weiter, das sind jetzt die Ursachen gewesen, wodurch wir krank werden, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Das heißt also, wie können wir unsere Verletzungen aus der Kindheit heilen, damit wir inneren Frieden und viel häufiger glückliche Erlebnisse haben. Natürlich können manche auch ohne fremde Hilfe oder Therapeuten ihre Verletzungen aufarbeiten, zum Beispiel wenn das Kind irgendwann einen ganz netten Lehrer hat oder Opa und Oma für die Eltern einspringen oder wenn wir einen tollen Trainer im Verein haben, uns anerkannt und gesehen fühlen und sogar vielleicht auch geliebt fühlen. Und auch in Beziehungen können wir heilen, wenn wir meinetwegen eine ganz herzoffene Frau haben, wo wir erstmals
verlässliche Liebe spüren und praktisch neue Erfahrungen machen können. Neue Erfahrungen im Leben sind so die wichtigsten Dinge, um die alten Verletzungen loslassen zu können. Es gibt dann natürlich auch professionelle Behandler. Früher hat der Psychiater so ziemlich alles gemacht. Das heißt, er war Verordner von Medikamenten, er galt als Psychotherapeut und eben Neurologe. Und heute hat man diesen Facharzt unterteilt in Psychiater, der vorwiegend mit Medikamenten behandelt, zum Beispiel schwere Depressionen, der vorwiegend auch Geisteskrankheiten, Psychosen behandelt oder auch bei Sucht oft in Anspruch genommen wird. Dann gibt es die Neurologen, die also zum Beispiel für Nervenschäden, MS-Erkrankungen, für Demenz, für also solche Erkrankungen, Herpes Zoster, entsprechende Medikamente verordnen. Und dann gibt es noch Psychotherapeuten, entweder von Heilpraktikern, Ärzten oder von Psychologen, also Therapeuten, die praktisch vorwiegend diese seelischen Traumata aufarbeiten und es irgendwann versuchen, so stabil den Patienten zu bekommen, dass er seine Medikamente, die er vom Psychiater verordnet bekam, irgendwann loslassen kann, abgeben kann und eben auch alleine ohne Medikation im Leben wieder klarkommt. Für mich sind Medikamente schon bei schweren Depressionen dringend notwendig, um auch einen Selbstmord zu verhindern. Aber eben für mich sind Medikamente wie so ein Krückstock beim Beinbruch, dass wir also diese Medikamente auch dann möglichst bald wieder ausschleichen können, indem wir eben eine gute Psychotherapie machen. Es gibt verschiedene Therapiemethoden. Von den Krankenkassen sind bisher vier große Therapierichtungen anerkannt. Das erste ist die Psychoanalyse. Die Psychoanalyse wurde von Freud, dem ersten Psychotherapeuten, einem Wiener Arzt, entwickelt. Und er hat vorwiegend das Unbewusste bewusst gemacht, vor allem durch Traumdeutungen. Die Psychoanalyse dauert meistens sehr lange. Auch die Psychoanalyse hat sich in der heutigen Zeit etwas verändert. Die meisten liegen nicht mehr auf einer Couch und der Therapeut, den sieht man gar nicht, der sitzt praktisch hinter einem wie früher, sondern heute hat sich auch da die Therapie etwas menschlicher gestaltet, dass man sich auch anschaut. Die Tiefenpsychologie versucht also durch Deutung und Hinschauen, was in der Kindheit an Verletzungen war und gucken, was heute praktisch an Konflikten besteht und einen Zusammenhang, ein Begreifen ermöglicht zwischen alten Verletzungen und heute verletzenden Beziehungen oder Verhaltensweisen. Dann Verhaltenstherapie wird meistens von den Psychologen angewandt. Verhaltenstherapie war sehr erfolgreich bei Ängsten. Das heißt also, wenn man Angst vor Spinnen hatte, stellte man sich erstmal bildhaft so etwas vor und dann wird das immer praktisch, dieses Beängstigende wird immer langsam näher gebracht und man hält es aus. Man akzeptiert und nimmt die Angst erstmal an und geht durch die Angst langsam durch, indem man praktisch neues Verhalten wagt. Dasselbe gilt natürlich auch eben bei Aufzugsängsten oder anderen Dingen. Aber sicherlich benutzen auch die Verhaltenstherapeuten tiefenpsychologische Elemente. Als neueste Therapiemethode wurde von den Krankenkassen die systemische Therapie akzeptiert. Die systemische Therapie schaut vor allen Dingen auf die Familie und die Beziehungen des einzelnen Menschen und wodurch halt diese familiären Beziehungen gestört wurden und wie man sie heute aufarbeiten kann.
Jeder Therapeut lernt auch noch andere Therapiemethoden oder anderes Rüstzeug oder wir nennen es auch manchmal Handwerkszeug. Das heißt also, ich zum Beispiel benutze Familienstellen, weil wir gemerkt haben, dass viele Patienten trotz guter tiefenpsychologischer Arbeit irgendwie nicht gesund werden konnten, hat man nach vor ungefähr 40 Jahren entdeckt, dass also auch schlimme Dinge bei den Vorfahren in früheren Generationen dazu führen können, dass sie heute sich noch krankhaft äußern. Also teilweise werden solche schlimmen Dinge, solche Erlebnisse unserer Vorfahren genetisch verankert, vor allem epigenetisch. Und das führt halt dazu, dass wir heute in bestimmten Situationen völlig ausrasten und wir praktisch auch als Therapeuten, wenn wir nicht hinschauen, was mit den früheren Generationen war, oft hilflos sind und nicht weiterkommen in der Therapie. Schon in der Kirche sagte man oder in der Bibel, dass schlimme Dinge sich manchmal über 7 Generationen weitergeben. Ich habe noch eine Therapiemethode gelernt, die Bonding-Psychotherapie von einem Psychiater aus New York, einem Dan Kestriel. Dan Kestriel war als Soldat in Okinawa, wo die amerikanische Flotte von den Japanern vernichtet wurde. Und er hat dort gesehen und bewundert, wie diese Insulaner ja keine Kriminalität kannten und ganz herzoffen waren und sehr glücklich waren. Und er hat das darauf zurückgeführt, dass die Kinder dieser Insulaner, wenn sie meinetwegen auf der Straße hinstürzten, sich wehtaten, von jedem Passanten direkt in den Arm genommen und getröstet wurden. Also für diese Insulaner waren die Kinder das Wichtigste überhaupt und so waren die Eltern seelisch gesund und gaben ihre Gesundheit an ihre nächste Generation, an ihre Kinder weiter. Ich sage vielen meiner Patienten, wenn sie nicht für sich selber Therapie machen, dann tun sie es für ihre Kinder. Das alles, was sie aufarbeiten in ihrem Leben, an ihren Verletzungen, brauchen ihre Kinder später nicht selber auszuhalten und brauchen dann eventuell auch keine Therapie. Einstellungsarbeit ist auch eine wichtige Sache. Wir haben eben schon gesagt, dass wir oft vorprogrammiert werden durch die Kindheit. Also so Einstellungssätze, das kannst du nie, stell dich nicht so an, wenn man weint. Also all diese schlimmen, teilweise belastenden Botschaften sind bei uns gespeichert und ich gehe dann mit den Patienten hin, dass wir das einen Gegensatz aufbauen, entwickeln, jeder für sich einen individuellen Satz, wie zum Beispiel, ich bin gut, so wie ich bin. Dass also praktisch dieses frühere Negative im Gehirn überschrieben wird mit der neuen Einstellung, ich bin gut, so wie ich bin. Dann sehr wichtig finde ich in meiner Arbeit die Wutarbeit, weil gerade in der Kindheit, wo wir oft ohnmächtig und sehr abhängig sind von den Eltern, müssen wir viel Ärger und Wut stauen, dürfen sie nicht leben. Oder auch eben die Jungs werden erzogen, hart wie Kruppstahl, flink wie ein Wiesel, also nur ja, keine Gefühle zeigen. Ein Junge weint nicht. All diese Verinnerlichungen von diesen Erziehungs- und Einstellungssätzen oder auch Wut auf einen ehemaligen Partner, die wir nicht leben wagten, da ist es wichtig, wenn wir diese Wut heute in der Therapie mal hochkommen lassen und ausdrücken dürfen und die Erfahrung machen, wie stark wir uns fühlen, wenn wir wütend sind. Das sind also sehr heilsame Techniken, Methoden in der Psychotherapie. Es gibt dann auch Gestalttherapie oder Psychodrama. Insgesamt gibt es vermutlich so 100 verschiedene Therapiemethoden und jeder Therapeut hat so seine Schwerpunkte. Voraussetzung für eine Therapie ist meistens ein Leidensdruck.
eine Motivation, eine Eigenmotivation. Wenn zu mir Patienten von ihren Partnern geschickt werden, dann habe ich kaum eine Chance, sie zu wirklich erfolgreich zu behandeln, weil sie keine eigene Motivation haben, nur eine Fremdmotivation, dass die Ehefrau vielleicht droht, wenn sich dieser eiskalte, kühle Mann nicht gefühlshafter verändert, dass sie ihn dann verlässt. Also das ist ganz wichtig, und manchmal müssen wir auch seelisch am Boden liegen, einen schlimmen Burnout haben, bevor wir resignieren und nach Hilfe rufen und eben zu einem Psychotherapeuten gehen. Früher war ja Psychotherapie sehr verpönt, gerade für Männer war es mit viel Scham besetzt, zu einem Therapeuten zu gehen. Gott sei Dank hat sich das in der heutigen Zeit etwas gelockert, sodass also auch heute immer mehr Männer zu mir in Therapie kommen. Ganz wichtig ist gegenseitiges Vertrauen, dass also ich als Therapeut meinen Patienten grundsätzlich mag, so wie er ist, mit seinen Schwierigkeiten, mit seinen Verhaltensauffälligkeiten, und dass ich selber so das Vertrauen habe, dass ich ihm helfen kann, dass ich so spüre, ja, ich bin fähig, ihm weiterzuhelfen. Und umgekehrt natürlich wichtig auch, dass der Patient mir vertraut, und das wird in den ersten Stunden, wo man sich kennenlernt, praktisch aufgebaut, dieses Vertrauen. Und wenn das nicht möglich ist, dann sollte der Patient bzw. der Therapeut die Therapie beenden und man sollte sich einen anderen Therapeuten suchen. Und es kann sein, dass eine Therapeutin vielleicht sogar viel erfolgreicher sein kann als ein Mann und umgekehrt auch. Also das hängt je nachdem davon ab, was für Traumata wir entweder mit Vater oder Mutter erlebt haben. Wichtig ist auch, dass wir intelligent genug sind, zu erkennen, welche kindlichen Verletzungen zu heutigen Beschwerden führen. Also praktisch uns bewusst machen können, aha, ich verhalte mich heute in Beziehungen meinetwegen sehr abweisend und kann mich nicht wirklich gefühlsmäßig hingeben, weil ich in der Kindheit kein sicheres, gutes Bindungsverhältnis zur Mutter aufbauen konnte. Es gehört immer Mut zur Psychotherapie, und der Mut ist vor allem deswegen notwendig, um auch seine Schattenseiten, seine Schwächen anzuschauen und sich damit vom Therapeuten vorsichtig konfrontieren zu lassen. Das gehört einfach dazu. Wenn wir nicht an unsere Schwächen arbeiten wollen können, weil wir zu viel Scham und Angst davor haben, dann können wir nicht wirklich unsere Persönlichkeit entwickeln und seelisch gesund werden. Auch ganz wichtig ist die Verantwortungsübernahme für unsere Gesundheit. Also es wird nicht gelingen, die Therapie, wenn man sich hinsetzt und dem Therapeuten praktisch alle Arbeit überlässt, mach du mich mal gesund. Wir Therapeuten können nur Wegweiser sein, Dinge bewusst machen, aber wir können unsere Patienten nicht heilen. Dazu ist Eigeninitiative dringend notwendig. Ja, was sind so die Therapieziele? In der ersten Stunde frage ich meine Patienten meistens, was ist unsere erste Pflicht im Leben? Und viele tun sich mit dieser Frage sehr schwer. Ich sage dann den Satz von Oscar Wilde, unsere erste Pflicht im Leben ist es, uns selber glücklich zu machen. Wenn wir selber glücklich sind, strahlt das auf unsere Mitmenschen aus und wir sind sehr beliebt, beziehungsweise jeder möchte mit uns zu tun haben. Wir dürfen uns natürlich nicht auf Kosten anderer glücklich machen. Das ist natürlich nicht fair und auch nicht sinnvoll. Ich habe dann so, erkläre meinen Patienten in den ersten Stunden die 5 Bs der Therapie. Das heißt also, Unbewusstes sollten wir uns bewusst machen, dass wir unsere alten Verletzungen überhaupt erstmal erkennen, weil wir sie oft verdrängt haben. Verdrängung ist ein wichtiger Abwehrmechanismus, damit wir in schwierigen Situationen weiterleben können.
Das heißt also, alle Kriegsveteranen mussten schlimme Dinge, die sie im Krieg erlebt haben, tief verdrängen, damit sie heute lebenstüchtig blieben. Manchmal im Alter kommen diese schlimmen Erlebnisse nochmal hoch und man muss sie dann praktisch doch nochmal anschauen und durcharbeiten, damit sie uns nicht so belasten. Das nächste hatten wir auch eben schon mal angedeutet, wir müssen verstehen, warum wir heute diese Beschwerden oder diese Verhaltensprobleme haben, aufgrund eben von früheren Prägungen, Programmierungen oder eben Erlebnissen in der Kindheit. Das nächste ist, Psychotherapie geschieht auf mehreren Ebenen, bei mir wenigstens. Auch Körperliches spielt eine große Rolle. Ich schaue mir auch die Körpersprache an. Auch die Worte, die man wählt, verraten sehr viel, wie man praktisch innerlich eingestellt ist. Auch über Körperwahrnehmungen, über Verspannungen, über solche Dinge, über den Körper kommen wir an seelische Traumata, also das sind oft so körperliche Blockaden, die dann gelöst werden, wo man dann auf einmal weinen muss und eben der alte Schmerz hochkommt und auch so die Erinnerung an die alte Verletzung. Im seelischen Bereich müssen wir arbeiten und das geht halt vorwiegend über die Gefühle. Das heißt also, ich benutze Bonding und Wutarbeit, um an tiefe Gefühle heranzukommen, sie nochmal nachzuerleben und durchzustehen und zu erleben, dass wir heute erwachsene Menschen sind und nicht mehr die Angst oder die Wut von früher haben müssen, sondern dass wir heute diese alten Verletzungen langsam loslassen können. Für mich gibt es aber auch wichtig, so im geistigen Bereich, vielleicht so oberflächlich gesehen, je nachdem, was für Gedanken ich habe, entsprechend beeinflusst das natürlich auch meine Gefühle oder meine Verhaltensweisen. Also manche nennen es auch positives Denken, über sich selber gut denken und aber auch eben andere nicht dauernd verurteilen. Das sind so Dinge, die also eher über unseren Geist, über unsere Gedanken gehen. Für mich ist aber auch wichtig, eine spirituelle Bindung zu haben, also wieder eventuell ein Glauben zu finden. Ich habe um eine Tür einmeißeln lassen in das Sandsteingewände. Glaube an eine höhere Macht, Gottvertrauen schenkt Kraft. Also wer seine Sorgen, seine Nöte, seine Wünsche nach oben abgeben kann, der ist viel angstfreier, als wenn er Atheist ist und alles alleine, alle Verantwortung alleine tragen muss. Sehr wichtig sind auch Berührungen, das heißt, nicht nur der Säugling sollte direkt nach der Geburt viel Körperwärme spüren. Auch als Erwachsener ist es sehr heilsam, berührt zu werden. Manche erleben das leider nicht in ihrer Beziehung und Partnerschaft. Sie können vielleicht sich nur beim Masseur berühren lassen, aber vielen ist es sehr unangenehm, berührt zu werden und sie halten eher körperliche Distanz. Und in meiner Arbeit ist es sehr wichtig, auch irgendwann Berührungen wieder zuzulassen, zu genießen und dadurch auch ein Stück zu heilen. Auch ein Ziel der Psychotherapie ist es, mit sich selber in Frieden zu kommen, aber auch mit unseren Mitmenschen, unseren wichtigsten Mitmenschen, dass wir irgendwann mal in Frieden gehen können. Natürlich benötigen wir dazu auch Handwerkszeug, wie zum Beispiel verzeihen können. Aber auch Dankbarkeit und Rücksichtnahme, Loben und all diese Verhaltensweisen helfen uns, seelisch wieder gesund zu werden. Ja, wir machen weiter. Eigentlich geht es in der Psychotherapie und im Leben immer darum, ein goldenes Mittelmaß zu finden, eine Balance zwischen zwei Polen. Wenn wir so psychologische Teste machen, ich benutze den Gießen-Test, da haben wir dann die Pole, zum Beispiel Depression und eben Manie,
Das heißt also, wenn wir in der goldenen Mitte sind, geht es uns meist seelisch gut. Oder wir haben Pole wie zum Beispiel Autonomie und Bindung, also Menschen, die nur autonom sein wollen, sich nicht einem anderen anvertrauen können, und Menschen, die dringend nur Bindung brauchen und sehr klammernd sind, ja, und ohne Bindung extreme Ängste bekommen und sich selber mit sich selber alleine sich nie zufrieden sein können, die auch im Leben selten mal eine Phase haben, wo sie sich beweisen, dass man sich selber glücklich machen kann, dass man die Partnerschaft vielleicht noch als i-Tüpfelchen braucht. Ja, das sind so Dinge, wo praktisch immer in der Mitte die Gesundheit ist. Auch bei Geben und Nehmen oder Altruismus und Egoismus ist es wichtig, dass wir beides können, dass wir einen gesunden Egoismus entwickeln, aber auch eben lernen, wirklich von Herzen anderen bedingungslos Liebe oder Wertschätzung und solche Dinge geben zu können. Sehr oft, gerade in Partnerschaften, aber auch im Beruf oder so, spielt Macht und Ohnmacht eine große Rolle. Auch in Partnerschaften, Besserwisserei. Und da ist es auch wichtig, dass man mal nachgibt und mal sich durchsetzt, dass das so eine fließende Sache ist, wie so eine Wippe, dass mal eins, mal das andere im Vordergrund steht. Auch Bewahren und Wachstum. Wer nur auf Sicherheit lebt und nichts Neues wagt, der kann nicht wachsen. Und umgekehrt, wer nur Neues wagt, dem fehlt das Fundament. Also auch da sollte es Zeiten geben, wo man Neues wagt, aber auch das Bewährte und Alte wertschätzt und eben absichert. Das Ganze spiegelt sich wieder im Yin und Yang, das heißt diesem fernöstlichen Symbol für Weibliches und Männliches. Wir als Menschen schauen uns dem Vater meistens diese männlichen Anteile ab, wie zum Beispiel Entscheidungen treffen, gesunden Egoismus, sich durchzusetzen, Ellbogen einzusetzen. Das sind so typisch männliche Anteile, die wir dann in uns praktisch haben. Und wenn wir von der Mutter dann noch das Soziale uns abgucken, dieses Gefühle zeigen können, ausdrücken können, dann haben wir ein gutes Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Anteilen. Und diese Menschen, die ausgeglichen sind, je nach Situation eher durchsetzungsfähig, wenn es um Beruf und Überleben geht, oder eben in sozialen Gemeinschaften, in Beziehungen dann auch herzoffen sein können. Diese ausgeglichenen Menschen sind meistens glücklich und seelisch gesund. Jetzt zu rein formellen Dingen, damit Sie einfach wissen, wenn Sie sich Hilfe holen wollen bei einem Psychotherapeuten. Bei der Kassenpsychotherapie bekommt man erstmal 3 Sprechstunden à 50 Minuten zum Kennenlernen. Meistens oder oft ist es so, dass die Therapeuten eine lange Warteliste haben, aber durch diese Sprechstunden einfach erstmal Diagnostik gemacht wird, dass man weiß, wie dringend ist die Therapie, welche Art von Therapie würde sehr wahrscheinlich diesem Patienten gut tun, und dann überweist man ihn oder empfiehlt man eben ihn zu einem entsprechenden Therapeuten oder setzt ihn auf die Warteliste, bis man dann wirklich Therapie beginnen kann. Es gibt dann noch 4 probatorische Sitzungen zu 50 Minuten, wo man so praktisch, bevor man einen Antrag schreibt, bei der Krankenkasse einen länger zu behandeln, dass man so schaut, ob all die Voraussetzungen für eine gute Therapie gegeben sind. Es gibt grundsätzlich Einzel- und Gruppentherapien. Ich selber mache über 30 Jahre Gruppentherapie mit großer Begeisterung. Jede Therapieform hat so ihre Vorteile. Einzeltherapie ist sicherlich für schwer Traumatisierte, die sexuellen Missbrauch oder schwere Dinge erlebt haben, die sie nie in die Gruppe einbringen könnten, sehr wichtig. Gruppentherapie ist bei Verhaltensweisen in der Gesellschaft, die sehr störend sind, gut, dass man einfach in der Gruppe noch einmal neues Verhalten lernen kann. Und in der Gruppe ist es halt auch so, dass da nicht nur ein Therapeut ist, sondern alle Gruppenmitglieder sind praktisch Therapeuten und spiegeln einem praktisch seine
positiven, aber auch negativen Eigenschaften, sodass man wachsen kann. Es gibt dann sowohl in der Einzel- und Gruppentherapie ungefähr 24 Stunden, in der Kurzzeittherapie 50 Minuten, Kurzzeittherapie für leichtere Störungen und bei schweren Störungen, zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, Narzissmus oder anderen Dingen, sollte man direkt eine Langzeittherapie beantragen und das sind dann mindestens 50 Stunden oder auch noch viel mehr. In der Psychoanalyse können es bis zu 500 Stunden sein. Also das ist halt der Nachteil der Psychoanalyse, dass sie sehr, sehr lange dauert und in meinen Augen noch nicht so effektiv ist wie die neueren Therapiemethoden. Dann gibt es noch eine Akuttherapie, wenn also was Schlimmes vorgefallen ist, ein Trauerfall oder ein Überfall, dass man überfallen wurde von jemandem, schwer traumatisiert ist, arbeitsunfähig ist, dann kann man eine Akuttherapie sofort anfangen und hat dazu 12 Sitzungen zu 50 Minuten. Ja, ich habe all mein Wissen in einem Buch zusammengeschrieben. Das hat den Titel Länger und glücklicher Leben trotz Krebs, weil ich mich neuerdings die letzten Jahre auf Krebsbehandlungen spezialisiert habe, Psycho-Onkologe bin und deswegen habe ich das Buch eigentlich vorwiegend für Krebskranke geschrieben, aber ehrlich gesagt, es ist eigentlich für jedermann sehr sinnvoll, eventuell mal da hineinzulesen und es wird auch eben körperliches, gute Ernährung und all diese Dinge, auch Spiritualität, das kommt alles in dem Buch vor. Ja, ich wünsche Ihnen eventuell die Lust und das Interesse, mein Buch zu erwerben, kriegt man überall bei Amazon. Ja, dann geht es noch zum Ende zu. Wir haben eine neue Internetseite gestartet. Sie können aufgerufen werden, entweder unter www.meinname-simonis-zell.de oder www.psychotherapie-simonis.de. Da fehlt Simonis. Okay, ich hoffe, Sie haben einiges für sich mitnehmen können und ich lade Sie jetzt noch zu einem Abschlussritual ein. Rituale sind sehr wichtig und sehr heilsam und ich benutze sie auch in meiner Gruppentherapie sehr oft und ja, ich lade Sie einfach jetzt mal zu einem Mitsingen von einem Text ein, der sehr einfach ist und am besten schließen Sie dann gleich die Augen und der Text heißt: Möge Heilung geschehen. Legen Sie Ihre Hände auf die Brust. Möge Heilung geschehen.
herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Und wie gesagt, wenn Sie mehr für sich, für Ihr Glück, für Ihren Seelenfrieden tun wollen, haben Sie den Mut und holen Sie sich Hilfe und gehen Sie vielleicht diesen erst unbequemen, angstvollen Weg, sich selber kennenzulernen, seine Verletzungen, aber dann später auch den Vorteil, dass wir das Leben so richtig genießen, annehmen und eben uns verwirklichen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zu einem anderen Mal.